Servus YouTube und herzlich willkommen jetzt endlich zur ersten richtigen Episode der FIFA 21 Karriere mit dem FC Barcelona. In der heutigen Episode soll es sich vor allen Dingen um das Thema Transfers drehen, aber daneben auch die ersten Härtetests, unter anderem in der Vorbereitung gegen Bayern und Piemonte, und um das Training werden wir uns heute ebenfalls kümmern. Gerade mit der Hilfe von euren Kommentaren, das waren über 1000 Stück auf die 0. Folge, denke ich mal, wird gerade das Thema Transfers jetzt nicht so das große Problem werden. Seid auf alle Fälle weiterhin so fleißig, was die Kommentare angeht, denn ich brauche natürlich euch Co-Trainer da draußen für Transfervorschläge und sonstige Sachen, die Karriere angeht, da die Karriere jetzt eben auch wirklich jeden zweiten Tag kommen soll. Wenn ihr darauf Bock habt, dann vergesst natürlich auch den Daumen nach oben nicht. Ich gebe kein Like, vor, lasst einfach ganz viel Liebe da, ob das jetzt ein Kommentar ist, ein Daumen nach oben, und falls ihr neu auf dem Kanal seid, ich habe gesehen, fast 50% der Zuschauer, ich erwähne es jetzt einfach mal auch, weil es so gefühlt alle YouTuber heutzutage erwähnen, knapp 50% sind also noch keine Abonnenten des Kanals, tut das Ganze auf jeden Fall nach, ist komplett kostenlos und ihr verpasst kein weiteres Video mehr zum FIFA 21 Karrieremodus oder zu Formel 1 oder zu sonstigen Sachen. Und jetzt würde ich sagen, habe ich für den Anfang genug herumgeredet und wir starten so richtig rein in die heutige Folge der Barca-Karriere. Bevor wir uns jetzt direkt in die Transfers reinstürzen, vielleicht nochmal ein ganz kurzer Blick, was der Barca-Vorstand überhaupt von uns verlangt hier als Trainer. Unter anderem sollen wir 3 Spieler in der Jugendakademie Position Verteidiger verpflichten und das Potenzial soll eben zum Durchschnittsgesamtwert auf der aktuellen Position unserer Mannschaft passen. Bei der Markenpräsenz haben wir ein kurzfristiges Ziel, erreiche eine Serie von 7 Spielen ohne Niederlage in Heimspielen in dieser Saison. Okay, das ist auf jeden Fall interessant und definitiv neu im Karrieremodus. Langfristig sollen wir innerhalb von 3 Saisons 4 der weltbesten Spieler 82 plus Gesamtstärke verpflichten. 82 plus Weltbeste! Finanzen sind auch relativ einfach. Kurzfristig sollen wir die Saison mit einem Gewinn von 300 Millionen Euro abschließen und zu guter Letzt die Erfolge, und da ist es eigentlich relativ klar, wir sollen gewinnen, gewinnen und noch mehr gewinnen. Jetzt ist es aber auch mal an der Zeit, auf ein paar Kommentare von euch Zuschauern einzugehen, und zwar Top-Kommentare, die sich vor allen Dingen auf Coutinho beziehen, den ich ja eigentlich in der letzten Folge schon quasi auf die Abschlussliste gesetzt hatte. Einige Top-Kommentare, die hatten wirklich unzählige Likes, meinten nämlich, dass ich den Brasilianer behalten solle, weil er nun mal in echt auch behalten wird, wieder Einsätze bei Barca bekommt und auch nicht unbedingt schlecht spielt. Hat vor kurzem, glaube ich, ein Tor gemacht gegen Sevilla oder das Spiel davor. Ich bin mir nicht so sicher, ich schaue jetzt nicht jedes Spiel von Barca. Genauso wird Ansu Fati aber auch auf seine Spielzeit kommen, genauso wie eben in echt. Er wird jetzt nicht unbedingt Stammspieler werden auf der linken Seite, weil ich dafür eine Neuverpflichtung natürlich meine Pläne habe, aber er wird so gut es geht eingewechselt werden und wir werden noch eine B-Mannschaft kreieren, wo eben die Talente spielen werden, und die wird natürlich von niemand Geringeres als Ansu Fati angeführt. 17 Jahre jung, kann auf beiden Flügeln spielen, eine 76er Gesamtstärke und die Zukunft von Barcelona. Was ich übrigens sehr verblüffend finde, ist, dass Trincao ein höheres Potenzial hat als Fati, und das obwohl er 20 ist und von der Gesamtstärke her nur 2 Gesamtstärken besser ist als der 17-Jährige. Damit sieht jetzt übrigens die Transferliste folgendermaßen aus. Coutinho ist also nicht mehr drauf und 2 weitere Namen sind dazugekommen, unter anderem also Sergio Busquets, den wir jetzt verkaufen werden, 31 Jahre alt und hat eben ausgedient, und auf der anderen Seite eben auch Samuel Umtiti, 26 Jahre alt, 83er Gesamtstärke, hat nicht so die große Zukunft mehr bei Barcelona. Ach ja, und Sergio Roberto, das ist glaube ich der 3. Neue auf der Liste, aber da war es glaube ich relativ klar, dass wir ihn so oder so verkaufen werden. Das sind die Spieler, die wir verkaufen wollen. Daneben haben wir 180 Millionen Euro Transferbudget, hatte ich auch schon in der 0. Folge erwähnt, ist unfassbar viel Geld, und damit wollen wir jetzt einen Spieler ganz besonders verpflichten. Und ich denke mal, jeder von euch da draußen wird auch wissen, welchen Spieler ich meine. Es ist eine Rückholaktion. Er hätte eigentlich niemals gehen sollen. Es hat weder ihm etwas gebracht, noch hat es Barcelona etwas gebracht. Barcelona hat das ganze Geld, was man für Neymar bekommen hat, eben wirklich nur in, ja, auf gut Deutsch gesagt, Spieler investiert. Und auf der anderen Seite Neymar, der eben aus dem Schatten von Messi endlich kommen wollte, zu Paris gewechselt ist, ist dort eben nicht zum Champions-League-Sieger geworden, zum großen Weltstar, konnte es eben nicht schaffen, sein Idol zu bezwingen, und jetzt sollen sie wieder vereint werden, Messi und Neymar zusammen bei Barca. Leider ohne Suarez, MSN können wir damit leider nicht wieder zusammenbringen, aber immerhin Neymar und Messi auf den Flügeln ist, würde ich mal sagen, doch auch ganz nett. Die Frage ist halt, inwiefern so ein Transfer überhaupt realisierbar ist. 91er Gesamtstärke hat einen Marktwert von 132 Millionen und bezahlen müsste man zwischen 152 und sogar mehr als unser Transferbudget, 205,7 Millionen. Okay, das
kam jetzt ein bisschen plötzlich, muss ich sagen. Dieser Spieler hat eine schlechte Meinung über deinen Verein und ist daher nicht bereit, über einen Wechsel zu verhandeln. Okay. Okay. Das kommt ein bisschen überraschend. Also ich weiß, dass es ein neues Feature im Karrieremodus ist, aber eigentlich sollte man das vielleicht auch nur bei Spielern nutzen, wo es passt. So ein Ronaldo würde nicht zu Barca wechseln, aber Neymar, nur weil er eben bei uns gespielt hat, würde auch nicht zurückkommen. Also wenn er könnte. Es gab ja tausendmal die Gerüchte und umso dümmer ist es, dass man das jetzt wirklich bei allen Spielern durchzieht und nicht bei so offensichtlichen Sachen. Real, Barca, ehemalige Spieler, voll der Hate, vielleicht beim Abgang oder so. Bei solchen Geschichten könnte ich es eher verstehen, aber doch nicht bei Neymar und Barca. Puh, ganz ehrlich, Leute, Neymar wollten wir sowieso nicht haben. Also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, warum hier Leute jetzt traurig sind, aber die wollen wir eh nicht haben. Hier, zack, von der Liste genommen. So einfach geht das. Ciao, Neymar. Okay, Leute, wir brauchen Ersatzlösungen. Drei habe ich jetzt gefunden. Unter anderem handelt es sich hierbei um Mikel Oyarzabal von Real Sociedad. Mega Talente, 23 Jahre jung, 84er Gesamtstärke und ein Potenzial bis zu 90. Option Nummer 2, von der Gesamtstärke her ordentlich stärker mit einer 88 ist Raheem Sterling. Auch er, 25 Jahre jung, noch einiges an Entwicklungspotenzial und kann auf beiden Flügelseiten spielen, genauso wie Oyarzabal. Nur auf dem linken Flügel kann dafür Sadio Mané spielen, ist aber auch der beste Spieler dafür im Verhältnis zu Sterling und zu Oyarzabal, dafür aber auch der älteste mit 28 Jahren, hatte dafür aber eine 90er Gesamtstärke. Von der Ablösesumme kosten die alle unfassbar viel Geld. Oyarzabal bis zu 100 Millionen, Sterling bis zu 200 Millionen und gleiches gilt natürlich auch für Sadio Mané. Das, meine lieben Co-Trainer, ist eine Entscheidung für euch da draußen. Welchen der drei Spieler sollen wir verpflichten? Ihr findet einen Link zu Strawpoll unten in der Beschreibung, leider ja nicht mehr über die YouTube-Infocard möglich. Und da könnt ihr abstimmen, welchen der drei Spieler, einen davon werden wir safe verpflichten, eben holen sollen, ob Oyarzabal, Sterling oder Sadio Mané. Jetzt würde ich sagen, nach diesem leichten Schocker mit der Geschichte mit Neymar wird es dann aber auch mal an der Zeit, jetzt mal weg von Transfers und auf zur ersten Trainingseinheit. Da meintet ihr natürlich, dass ich so Spieler trainieren soll, wie eben ein Fati oder Puig, Alenya, Trincao und so weiter und so weiter. Und dementsprechend sieht diese Trainingseinheit aus. Wir haben Fati dabei, Trincao, Pedri, Dembélé, ein Puig, ein Alenya, Dest und so weiter und so weiter. Und jetzt bin ich mal drauf gespannt, wie das wird, wenn ich das Training selber spiele. Ja, das war auf jeden Fall für den Anfang ganz angenehm, würde ich mal sagen. Ein B in der Offensive, bei den Passen ein A und auch beim Abwehr ein ganz, ganz lockeres A in dem Fall. Kurze Frage, Leute. Muss ich das jetzt hier jedes Mal aufs Neue erneut einstellen oder ist da auch irgendwie so eine Standardeinstellung möglich? Weil ich will eigentlich immer nur die gleichen Spieler trainieren. Sind halt unsere Talente. Ja gut, ich meine, habe ich gesagt, dass es hier auch mal ein D gibt, weil ich vergessen habe, dass man jede Einheit spielen muss und nicht nur einmal alles. Ja gut, das habe ich aber. Ach ja, Leute, was ich noch erwähnen wollte, sind zwei Deadline-Day-Transfers, die nicht passiert sind beim FC Barcelona. In dem Fall zwei Verkäufe, die ich hier natürlich auch in die Karriere mit reingenommen habe. Wir sind mittlerweile übrigens auch auf der PC-Version unterwegs und Rafinha, der Bruder von Thiago, ging unter anderem zu Paris Saint-Germain und Jean-Claire Todibo, finde ich ehrlich gesagt sehr schade, geht aber eben zu Benfica Lissabon per Leihe und Kaufoption. Ich habe ihn jetzt aber hier einfach mal direkt hin transferiert. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann wieder. Man weiß ja nicht. Vor uns steht jetzt das erste Spiel der Saison in der Vorbereitung gegen einen Verein aus China, aber vorher haben wir noch ein Transferangebot und das ist für Sergio Busquets. Piemonte Calcio bietet schon zum Start 67,7 Millionen für den Sechser und da bin ich mal gespannt, was wir in den Verhandlungen noch so rausholen können, wenn wir was rausholen können. Wie lustig wäre es jetzt eigentlich, wenn ich einfach mal Arthur verlangen würde, also einfach mal zurückverlangen würde. Er trägt ja sogar noch das Barca-Trikot auf seinem Bild. Naja, ich meine, wenn die uns so ein Delikt geben wollen, dann würde ich nicht nein sagen, also safe nicht. Aber gut, lassen wir den Spaß einfach mal sein und verlangen jetzt als erste Transfersumme 90 Millionen von Piemonte Calcio von Juve. Ich bin gespannt, ob die das annehmen werden oder nicht. Das werden wir ja wohl gleich erfahren. Aha, 84,4 Millionen, das ist schon ganz ordentlich und fast bei dem, was ich ja eigentlich verlangt habe. Aber wir holen vielleicht noch die ein oder andere Million raus, verlangen 88,4 Millionen. Hoffentlich nimmt Juve das Ganze an und so sieht es aus. Damit machen wir den nächsten Transfer mit Juve und einem Mittelfeldspieler perfekt, denn Sergio Busquets geht für knappe 90 Millionen zu Piemonte Calcio. Erste Simulation in FIFA
2021 im Karrieremodus. Wir werden das Ganze auf die neue Art und Weise simulieren, wo wir sogar theoretisch eben in die Simulation bzw. ins Spiel reinspringen können. Wenn uns die Simulation nicht gefällt, an der Formation habe ich jetzt erstmal nichts geändert. Sergio Busquets unter anderem noch mit seinem Abschlussspiel für Barcelona. Okay, ganz ehrlich Leute, gerade in so einem Vorbereitungsspiel gegen irgendeinen Verein aus China ist es, denke ich mal, nicht so interessant. Deswegen werden wir jetzt einfach mal direkt zum Ergebnis springen. Und am Ende ist es ein 2:1. Wir gewinnen mal hin, holen 3 Punkte für die Gruppe und mal gucken, wie das Ganze dann gegen Bayern und Piemonte abläuft, denn die sind ebenfalls in unserer Gruppe. Die Frage ist jetzt natürlich, wer wäre ein möglicher Nachfolger für Sergio Busquets? Und ich habe schon den idealen Mann im Kopf, den wir hoffentlich auch verpflichten werden fürs zentrale Mittelfeld. Es gab ja echt immer mal wieder Gerüchte, ob man ihn denn nicht vielleicht doch jetzt holt oder nicht. Eigentlich schon seit seinem Wechsel damals zu Manchester United. Die Rede ist von Paul Pogba. Sein Vertrag läuft aus, wir müssten gerade mal den Marktwert bezahlen, 86er Gesamtstärke, und der wäre eine absolute Verstärkung, weil er sich gerade in FIFA deutlich besser zocken lässt, als es ein Sergio Busquets tut. Aber warten wir lieber vielleicht erstmal auf die Millionen vom Busquets-Verkauf und kümmern uns dann um einen Paul Pogba. Die nächste Simulation, leider nicht so gut für uns ausgegangen, 2:0 Niederlage gegen die Bayern. Sergio Busquets ist endlich verkauft, wir haben ein Transferangebot für Sergio Roberto bekommen, aber vorher kümmern wir uns jetzt also um Paul Pogba. 77,5 Millionen Marktwerte, 86er Gesamtstärke, das heißt ein großes Downgrade im Vergleich zu Busquets ist es nicht und vielleicht können wir noch ein bisschen weniger bezahlen als die 77,5 Millionen. Deswegen jetzt also der Vorschlag, 70 Millionen Euro reine Transfersumme für Man United, für Paul Pogba, und das akzeptieren sie sofort. Okay, und jetzt also die Verhandlungen. Natürlich wird ein Pogba Schlüsselspieler, ist ja absolut klar. Vertragsdauer verlangen sie 4 Jahre, aber wir bieten einfach mal 5 an und hoffen, dass sie das Ganze annehmen, und so sieht es auch aus. Freigabesumme wollen sie keine, weniger Stress für uns in dem Fall. Und zu guter Letzt jetzt noch das Gehalt. Ich weiß nicht, ob er mehr verlangt, weil er jetzt zu Barca wechselt oder nicht. Ich biete einfach mal genau das, was er bei Manchester United aktuell auch verdient, und das ist sogar für ihn okay. Er will nur einen kleinen Einstiegsbonus dazu, den kann er gerne haben. Und damit machen wir jetzt also den ersten Transfer in der Barca-Karriere perfekt. Es kommt Paul Pogba anstelle von Sergio Busquets. So, jetzt können wir uns um Sergio Roberto endlich mal kümmern. Wir verlangen jetzt einfach mal 50 Millionen von Atletico Madrid. Keine Ahnung, ob das ja ungefähr in die Richtung geht, was die bieten werden. Gegenangebot, wir verlangen vielleicht nicht 50, aber dafür 48 Millionen. Hoffentlich wird Atletico da rankommen, die 6 Millionen. Und so sieht es aus. Damit ein weiterer Verkauf, perfekt. Sergio Roberto geht für 48 Millionen zu Atletico Madrid. Ohoho, 63 Millionen von Paris Saint-Germain als Startgebot für Jordi Alba. Das klingt doch schon mal ganz interessant zum Start. Verlangen wir einfach mal 90 Millionen. Ich meine, es ist Paris, die haben definitiv ein bisschen mehr Geld als für Brot und Butter und dementsprechend kann man ja ein bisschen was aus denen rausquetschen, aber sie bieten nur 70 als weiteres Angebot. Vielleicht kann man sich ja in der Mitte treffen. Das wären in dem Fall 80 Millionen für Jordi Alba. Das wäre immer noch eine super Summe und das akzeptiert Paris. Super Geschichte, 80 Millionen und der nächste Spieler ist weg. Ey Leute, ich krieg bei dieser Trainingseinheit hier mit Trincao und Coutinho nichts Besseres als ein gottverdammtes Seelenmann. Meine Fresse. Die Roberto-Millionen sind am Start. Alba auf der anderen Seite, da warten wir noch auf die Bestätigung des Verkaufs. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ist eure Aufgabe an die Co-Trainer da draußen hier des FC Barcelonas, der FC Barcelona-Karriere, wie man es auch immer nennen möchte, mir Vorschläge für einen neuen Rechtsverteidiger unten in die Kommentare zu schreiben. Da haben wir zwar jetzt aktuell Serginho Dest, aber ich denke mal, der wird ja vielleicht in echt als Stammspieler spielen, aber eine 75 für die Barca Startelf ist dann doch ein bisschen sehr niedrig. Drittes und letztes Spiel in der Vorbereitung gegen Piemonte Calcio sah von den Werten sogar besser aus für uns. Messi hat das Tor gemacht, aber am Ende wird es nur ein 1:1 und ich weiß jetzt nicht, ob wir damit weiter sind oder raus aus der Gruppenphase. Ja, sieht nach unserem Ende aus. Das Ding ist halt auch, woher soll ich mir merken, welche Trainingseinheiten ich schon gemacht habe und welche nicht? Jetzt ist also auch Alba verkauft und wir haben ein Transferangebot vom FC Chelsea für Gerard Piqué und da ist irgendwie Zuma dabei und... Geh weg von mir, ich will doch nicht kurz Zuma haben. Kümmern wir uns jetzt auf der anderen Seite mal um den Nachfolger von Jordi Alba. Es ist ein ehemaliger La Masia Jugendakademie-Spieler, der Barca eben sehr früh verlassen hat.
seinen eigenen Weg gegangen ist und jetzt wieder zurückkehren soll, Alejandro Grimaldo von Benfica Lissabon. Zwischen 70 und fast 100 Millionen kostet der Junge, 24 Jahre jung, 84er Gesamtstärke, Linksverteidiger und was gibt's sonst noch zu sagen, unfassbares Potenzial und den gilt es jetzt zu verpflichten. So, jetzt wirklich aber letztes Angebot, wenn die 85,6 Millionen nicht annehmen sollten, dann müssten wir uns vielleicht einen anderen Linksverteidiger suchen als Alejandro Grimaldo. Aber sehen wir das Ganze einfach mal positiv und hoffen darauf, dass sie es annehmen. Und genau das tun sie auch. Dankeschön. Der Vertrag ist auch relativ schnell rausgehandelt. Und damit machen wir ihn also perfekt. Den zweiten Transfer in dieser Barca-Karriere neben Pogba kehrt jetzt also auch Alejandro Grimaldo wieder zurück zum FC Barcelona. 24 Jahre alt, unfassbares Potenzial und eben unser neuer Linksverteidiger. Damit haben wir jetzt also Neuzugänge auf zwei Positionen in der linken Verteidigung und im zentralen Mittelfeld und das, obwohl wir sogar noch, ja, über 200 Millionen Euro zur Verfügung haben und nicht ausgegeben haben. Und es könnte sogar noch mehr werden, denn RB Leipzig macht ein Angebot für Samuel Umtiti und ich habe eine super, super, super gute Idee dabei. Ich meine, ich will ja so oder so Upamecano verpflichten. Super geiler Spieler, Potenzial bis zu 90 und wird sich wahrscheinlich jetzt auch schon einfach geil zocken lassen. Und den wollen wir ja so oder so von Leipzig eben irgendwann mal loseisen. Wahrscheinlich auch noch in diesem Sommer. Und da bietet es sich doch an, vielleicht einen Tausch zu machen. Innenverteidiger gegen Innenverteidiger, Franzose gegen Franzose. Jetzt müssen wir nur gucken, wie viel Geld wir daneben verlangen könnten, weil Upamecano natürlich auch keinen so geringen Wert hat, aber jetzt nicht auf den Level von Umtiti, deswegen sagen wir einfach mal, weiß ich nicht, 20 Millionen vielleicht nehmen Upamecano noch oben drauf und das eben für Umtiti. Ja, okay, sie wollen Upamecano nicht abgeben und sie bieten 47 Millionen. Okay, RB Leipzig hat wohl oder übel kein Geld. Ich meine, Red Bull, also das RB steht ja auch für Rasenballsport und dementsprechend haben die ja doch einfach kein Geld, ne? Also woher soll das auch kommen? Okay, Leute, das ist, denke ich mal, ein ganz guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen für diese erste, heutige, richtige Folge der Barcelona-Karriere. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, vergesst den Daumen nach oben nicht. Nächste Folge übermorgen am Freitag. Lasst auf jeden Fall viel Liebe da, ob das ein Kommentar ist, ob das ein Daumen nach oben ist. Vergesst das Abo und die Glocke nicht, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Und an der Stelle würde ich sagen, verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder bei der Barca-Karriere. Vergesst nicht Transfervorschläge und vieles weiteres, was wir hier im Video beredet haben. Bis dahin, haut da rein und ciao.